Der Wald verschwindet weltweit. Die Vereinten Nationen schätzen, dass zwischen 1990 und 2020 eine Fläche größer als die EU durch Entwaldung verloren gegangen ist. Jede Stunde verschwindet Wald auf einer Fläche von 8 Fußballfeldern, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Dadurch wird biologische Vielfalt zerstört und der Klimawandel vorangetrieben. Es wird geschätzt, dass der EU-Verbrauch für etwa 16% der weltweiten Abholzung verantwortlich ist. Und das soll sich ändern. EU-Parlament und Rat verabschieden eine von der Kommission vorgeschlagene Verordnung, um die von der EU verursachte Abholzung zu stoppen. Our message is very clear. Europe is cleaning up its supply chains for products that trigger deforestation. And this marks a turning point in the global fight against deforestation, because the regulation addresses not only the illegal deforestation, but all forms of deforestation that cuts down trees without replanting them. Mit dem neuen Gesetz müssen Unternehmen sicherstellen, dass in der EU verkaufte Waren nicht auf abgeholzten oder degradierten Flächen hergestellt werden. Somit sind die Lieferketten nachhaltiger, Abholzung ist weltweit transparent und überprüfbar.